Rennliste stehen am Start, meine Damen und Herren, die Abfahrer. Bei Spitzengeschwindigkeiten um 150 km/h ist es kein Wunder, dass viele Skirennläufer vor dem Start nochmal ein kurzes Stoßgebet zum Himmel schicken. Also denen aber auch nicht viel nützen, wenn sie nicht anständig trainiert haben. Meine Schützlinge konnten früher jedenfalls immer ohne ein Gebet an den Start gehen. Da scheint sich die intensive Vorbereitung hier gleich am Start auszuzahlen, was? Aber hallo, wo nimmt der denn bloß die Geschwindigkeit her? Also den Trainingsplan würde ich mir gerne mal ansehen, der zu so einer schwachen Leistung hier geführt hat. Sie machen jetzt den Trainer dafür verantwortlich? Nein, das ist die Aufgabe der Medien, den Trainer die Schuld in die Schuhe zu schieben. Bei mir ist das rein pathologisches Interesse. Mann, haben Sie eine Laune heute. Ja, wie soll das noch was werden mit einer so unterirdischen Zwischenzeit? Da müsste man schon an Wunder glauben. Haben die Verantwortlichen hier keine Kosten und Mühen gescheut und einen stabilen Zaun aufgestellt. Na, er fährt jetzt ziemlich offensiv. Ja, eine nette Umschreibung. Ich würde sagen, er macht einen Fehler nach dem anderen. So eine grottenschlechte Zwischenzeit, Mann, das kann doch nicht stimmen. Ich fürchte, das stimmt alles. Nur bei ihm stimmt heute irgendwas nicht. Hallo, da war ein Turm, mein Bester. Ja, hat er das nicht gesehen oder hat er die Kurve einfach nicht gekriegt? Kommt ja letztlich aufs Gleiche. Und dann ist er da auch schon der nächste Fauxpas. Kein Grund, ausfallen zu werden. Wie bitte? Ach schon. Fühlt sich doch sicher wie im falschen Film. Ich tippe mal auf, wenn die Kunde einen Trauma tragen.